Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Hausflipper. So, in der letzten Folge, ups, haben wir hier drinnen schön eingeräumt. Ihr seht's ja, wir können die Lichtschalter mal hier ausmachen. So, der Fernseher ist sogar noch an, den können wir mal ausschalten. Wir haben hier oben alles fertig gemacht in der Wohnung. Was wir noch machen müssen, ist das hier ausstreichen. Und dann geht es in die Tiefe zur Männerhöhle, wo ich das Teil hier noch nicht weiß, wie ich streiche. Und ja, jetzt schauen wir mal. Also ich würde das hier einfach ganz simpel weiß streichen. Also richtig simpel in weiß. Weiß hier. Mit zwei Pots sollten wir doch auskommen, oder? So circa. So. Zack, ganz simpel. Ritz. Das ist ja nicht mehr schwer, das ist ja einfach ganz simpel Haus ausmalen. Da ist ja vor allem hier nicht viel zu machen. Es sind hier nur ein paar Wändchen. Und ja. Das Einzige sind halt die zwei Türen und das, die paar Fenster drin. Was wir vielleicht auch machen können, direkt bevor wir runtergehen, ist, vielleicht sollten wir vor der Männerhöhle einfach auch weiß streichen, damit das so wie ein ganz simpler Keller einfach ausschaut. Weißt du, und dann wenn du runtergehst, so, nur wenn du es weißt, kommst du sozusagen in das Männerhöhlengeheimnis rein. Oder so. Ne? Das ist gleich richtig cool. Also welcher habe ich verwendet bis jetzt? Der hier. Perfekt. So. Mal ausstreichen. Einmal. Oh, komm schon. Das muss ausreichen. Dann brauche ich für so einen Raum nur noch eine. Also früher hätten wir gleich, da haben wir dafür sowas mindestens so drei Eimer gebraucht. Aber ja. So, dann gehen wir jetzt mal hier. Der hier ist. Ist der noch. Da ist noch was drin. What the fuck? Wie viel passt denn da rein? Machen wir schnell hier die Wand. Weil irgendwann muss das Teil ja leer sein, oder? Jetzt hat, ha. Jetzt verkaufen wir dich und nehmen dich einfach mit in den, Ach komm, lass mich den hier irgendwo abstellen. So, dann halt hier. Einmal hier die Wand lang. Gib mir noch ein bisschen Farbe. Ups, das war ein Leck, das war ein Speicherleck, glaube ich, oder? Zack, ganz easy. Einmal hier außen rum. Kann ich die. Ja, die Schräge kann ich auch nochmal. Perfekt. Das hätte mich jetzt wieder aufgeregt. So. Ach, da ist noch die. Chuck, chuck, chuck. Und hier noch einmal. Ach, das sind die Betonklotzteile. Mein Handy liebt es zu klingeln, wusstet ihr das? Das ist die Hauptaufgabe meines Handys. Nicht mal irgendwie YouTube gucken oder YouTube Studio Statics gucken zwischendurch, wenn man gerade Bock hat. Nein, es klingelt die ganze Zeit. So, wo ist die Farbe? Da ist die Farbe. Falls ich zwischendurch Cuts drin habe, dann liegt es daran, dass ich dann auf die Nachrichten antworte, weil es doch teilweise ein bisschen wichtiger ist. Und ich irgendwie schaffe, mit den Leuten zu kommunizieren, immer dann, wenn ich versuche aufzunehmen. Ich habe dafür so ein Timing. Das war jetzt Snapchat. Ja, das ist jetzt gerade. Das, was ich gerade will. Ich muss jetzt hier gerade malen. Die Wand muss weiß sein. Das war jetzt wahrscheinlich wieder WhatsApp. Kranplätze müssen verdichtet werden. Ach Gott, ach je, so. Macht die Wand weiß. Kommt schon. Mehr Farbe aus der Dose. Oh, ich glaube, die ist fast leer. Ein sauberes Haus. Ich wette. Nein. Nicht auf den letzten Meter.
Jetzt kaufen. Ey, so auf den letzten. Hammer, tu den Hammer weg. Der gefällt mir nicht. So, jetzt machen wir noch den Eingang hier schön weiß, warte. Die Tür sitzt ja dementsprechend hier drin. So. Jetzt ist die Tür weiß. Jetzt mal gucken, ob das wieder wichtig war oder nicht. Ne, fast schon. Okay, genau. Jetzt sind wir in der Männerhöhle, die darf rough ausschauen und darf hier auch so ein paar nette Bildchen hängen haben. Das soll eine Feuerstelle sein, ne? Die benutzen. Die schaut noch ganz in Ordnung aus. Die lassen wir drin. Das Interieur ist ja ganz okay bis jetzt. Ja, da ist auch wieder so ein schöner Fernseher drin. Ich glaube, wir müssen bloß hier so ein, zwei Sachen austauschen. Zum Beispiel dich hier. Du schaust weder ganz gut aus, noch irgendwas anderes. Der Kühlschrank, warte mal, tu mal die Hand weg hier. Der schaut noch ordentlich aus. Der Schrankhalber halt wiederum auch wieder nicht. Und ich glaube, das kann ich auch nicht einfach runterputzen. Ich glaube, das sind heftigere Kratzer, ja. Also wir brauchen so einen Schrank hier und wir brauchen hier so eine Spüle. Schauen wir mal, ob wir das finden. Möbel? Ja, wo könnten die denn sein? Das wird wahrscheinlich, da gibt es wahrscheinlich einen Küchentab wieder. Genau, Küche. Das ist genau das Teil. Wir haben hier das aber in schwarz komplett. Tun wir wieder das raus. Das können wir dann gleich verkaufen. Toll, jetzt hat er mich zurückgesetzt. Jetzt hatte ich es gerade. Wir machen das wieder in so einen schönen schwarz. Haben wir einen ganz schwarzen Stil? Ja. Details. Na, wieder weiß. Das schaut gut aus. Und die Spüle. Machen wir auch in weiß. Jetzt kaufen. So, das ist jetzt haargenau das gleiche Teil. Perfekt. Nur ein bisschen abgekriegt. Das schaut viel moderner wieder aus. Hinten steht jetzt auch gut an. Okay, jetzt müssen wir mal die ganzen Pokale hier rausräumen. So nett die Pokale auch sind, die müssen jetzt... Erstens sind die ja nicht mal ansatzweise geordnet. Eieiei. Pokale gehören geordnet. So, die schieben wir auch zur Seite. Du bist ein Schrank, ein ganz simpler. Die muss ich doch eigentlich easy finden, oder? Unter Möbel? Schränke, Schränkchen. Und es kann doch nicht so viele von diesen Art Schränk geben, oder? Ist die Frage, findet man ihn oder findet man ihn nicht? Das ist jetzt eine Aufgabe der... Ich finde den echt nicht. Willst du mich jetzt kickern, oder? Wo ist denn dieser Dreckschrank? So, Schrank, 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 Schrank. Das sind die alle nicht. Das ist er auch nicht. Das ist er genauso wenig. Ist doch ein Schrank. Schrank. Was soll denn das sonst sein? Nicht Wände. Möbel. Also mal bitte, was soll denn das sonst sein? Das ist ein Schrank. Ein Schrank mit einer Aussparung, das ist auch für die Küche gebaut jetzt. Am Ende fällt es unter Küchenutensil, aber nicht unter Schränke. Dann kriege ich einen Wutanfall, ne? Ich schwör's euch. Das habe ich nicht verstanden. Danke, Google. Google hat mir gerade gesagt, er hat nicht verstanden, was ich gesagt habe. Auch nicht schlecht. So, jetzt gucken wir mal. Gibt es das Drecksteil hier? Hä? So, mal ganz blöd. Das ist ein Schrank. Das ist ein simpler Wandschrank. Anschlüsse, Lampen, Türen, Möbel, Fußboden, Zubehör, Wände. Schmucke? Nee, kann es auch nicht sein. Das ist ja was komplett anderes. Sonstiges? Was sind das Sonstiges? Kann ich mir auch nicht. Das sind ja Saunateile drin. Da ist Körperlotion, Spiegel, no. What the fuck? Gedenken. Ach. Videospieltag! Wuhu!
Es gibt einen Videospieltag? Ja, dann muss ich feiern. Valentinstag? Nee, ich bin Single. Ich brauche sowas nicht. Halloween? Ja, das könnte. Ah, da sind die Gitarren. Da sind auch die Pokale. Ah! Jetzt. Aber wo ist dann der Dreck? Türen, Fenster? Ich will Möbel! Ich will nochmal so eine Schrankrutze fixen. Das kann doch jetzt nicht die Herausforderung hier sein, so ein Dreckschrank in der. So groß ist die Anlage auch nicht. Und ich will wieder so was Modernes haben und nicht so ein simpel altes Drecks-Krippelgestell. Hallo? Der Schreibtisch ist es auch nicht. Was wir natürlich auch machen könnten. Wir könnten das Ganze ein bisschen moderner gestalten, indem wir hinten eine Computerecke reinbauen. Aber dann, wie machen wir das mit dem... Also jetzt einfach nur mal zum Gucken, ne? Wir können den ja direkt wieder kaufen. Schreibtische, hier gibt es so schöne Eckschreibtische. Hier, so Künstler-Eckschreibtisch. Einfach mal kaufen. So, der passt da easy da schön in die Ecke rein. Dann können wir da doch wahrscheinlich noch so einen ganz normalen Schrank auch reintun, oder? Schränkchen. Sagen wir mal, wir tun da den hier schön in schwarz rein. Passt sogar doppelt so breites rein. Warte mal. Wie wär's mit... Wir bräuchten mehr Fächer. Nochmal gucken, ob es da irgendwas Besseres gibt im Vergleich. Der Schrank Andy. Der wird doch da super reinpassen, oder? So, dann verkaufen wir dich. Dann müssen wir die Teile da rein move. Ganz, ganz große muss natürlich nach hinten. Die sind ja alle so riesig. Und der war falsch rum. Warte mal. Der ganz kleine ist auch falsch rum. So. Da sind die schön reingeordnet. Da haben wir einen Schrank. Und hier kommt jetzt der Gaming-Rechner hin. Haha. So, bedeutet, wir müssen jetzt unter... Wo waren das? Das war unter... Gedenken? Videospieltag? Schwarz-Weiß, natürlich. Jetzt kaufen. Ist das gerade? So. Das sind ja die schönen Poster, die will ich jetzt nicht abhängen. Videospieltag? Soundsystem flat. So, jetzt brauchen wir aber Gaming-Rechner Fetz. Schon Gaming-Rechner Fetz hier. Gaming-Rechner Fetz kommt nach da unten. Wir haben natürlich eine riesige Gaming-Anlage hier. So, wo sind die Bildschirme? Panorama-Monitor, wie groß ist denn der? Leck mich an. Geht das, wenn wir jetzt kaufen? Ich mag nur eins. Bitte, lasst mich eins mal ausprobieren. Alter, das ist übertrieben. Das ist ein Simulator. Heiliges Scheiß. Ich übertreibe mal wieder vollkommen. Holy shit. Ja, das schaut doch super aus. Das machen wir jetzt einfach so. Dafür kriege ich doch wahrscheinlich auch jedes Mal wieder Kohle, oder? Wir nehmen eine ganz schöne Tastatur noch hier dazu. Alter, der hat den größten, den heftigsten Rechner ever. So, wir machen das jetzt so easy, so wie ich. Ich habe nicht auch leicht schräg meine Tastatur.
Weil da ist es relativ wurscht. Ich arbeite hier mit einer Hand. Hier kommt dann die Maus nach da drüben. Da hat sie nicht ordentlich viel Platz. Und dann kommt das Mikrofon in die Mitte. Das habe ich jetzt zwar mir nicht so. Ich habe Mikrofonarm, aber das geht ja, glaube ich, hier eher weniger. Ach, guck mal, es gibt ein Mauspad. Das hätte ich vielleicht noch benutzen können. Hier kommt das hin und jetzt warte, ich habe da gerade ein Mauspad. Excited, dass das so geil ausschaut. Warte mal. Jetzt sag nicht, dass ich die Maus nicht aufs Mauspad tun kann. Das ist ja richtig assi. So, ha, perfekt. Alter, übertrieben. Rechner an. Benutzen. Benutzen. Heilige Scheiße. So, natürlich müssen dann noch die Kopfhörer hin, weil ein richtiger... Die anderen wollen ja wahrscheinlich währenddessen auf dem Fernseher was gucken. Bedeutet, der Zocker, der muss immer Kopfhörer aufhocken. Aber der hat natürlich ein Surround-System in den Kopfhörern drin. So, und jetzt kommt noch der Gaming-Stuhl rein. Richtig geiler Let's Fetz. Jetzt kaufen. Alter, das ist Drogenhöhlungenabteil. Ja, nice. Aber dann würde ich sagen, sind wir fertig, oder? Dann verkaufen wir die Hürde. Also das Bad passt ja so. Ich weiß zwar nicht, warum die Anschlüsse da offen sind. Naja. Klo schaut gut aus, Bad schaut gut aus. Ah, nee, stimmt gar nicht. Wir wollten ja noch, Alter, das schaut einfach so brutal aus. Ich versuche gerade irgendwie einen Punkt zu finden, wo man ein gutes Foto machen kann. Okay. Aber in der nächsten Folge fangen wir dann an, uns um den Garten zu kümmern. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!